Guten Tag. Wie bitte? Sie meinen das Schild hier? Doch, doch, das stimmt. Das ist ein Rastplatz nur für Moslems. Wie bitte? Nein, nein, das ist kein verspäteter oder verfrühter Aprilscherz. Das gibt's wirklich. Haben Sie noch nie gesehen? Nun, es gibt auch bis jetzt nur einen, aber mit angeschlossenem Betraum. Wie der funktioniert? Nun, kommen Sie mal mit. Das sehen Sie jetzt nämlich gleich im Rasthaus. Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Das Rasthaus. Wir befinden uns heute an der Autobahnraststätte Ellwanger Berge. Für viele wird diese Raststätte kein Begriff sein, denn sie ist relativ neu. Hier auf der Karte können Sie sehen, wo wir uns befinden, und zwar an der A7 zwischen Würzburg und Ulm. Eine andere Orientierungshilfe ist die A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg und dort kurz hinter dem Autobahndreieck Feuchtwangen-Gralsheim. In Fahrtrichtung Ulm befindet sich die Raststätte Ellwanger Berge West. West deshalb, weil auf der anderen Seite gibt es auch eine Raststätte Ost. Warum sind wir hier? Nun, die Qualität von Autobahnraststätten ist ein Thema unserer heutigen Sendung. Aber wir haben noch andere, und hier wie immer zunächst ein Blick auf die heutigen Themen. Autobahnraststätten, Stiefkinder der Gastronomie. Eigener Rastplatz für Moslems in Österreich, bald auch bei uns. Jetzt Tempo 120 statt 130 auf der Autobahn. Können neue Techniken EG-Plan verhindern? Geld sparen. Niedrigere Versicherungsprämien für reparaturfreundliche Autos. Das Ende der Ente. Der 2CV von Citroën wird nicht mehr gebaut. Im Rasthaus-Autovergleich stehen sich heute zwei Cabrios gegenüber, nämlich der Mazda MX-5 und der Alfa Romeo Spider. Und wir beantworten wie immer Zuschauerfragen. In der Bundesrepublik gibt es 171 Autobahnraststätten. Deren Image ist nicht immer das Beste. Einmal, weil die Bausubstanz im Schnitt 20 Jahre alt ist. Zum anderen bemängeln die Autofahrer auch oft das fehlende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Image soll sich jetzt verbessern. Einmal durch die Renovierung alter Betriebe und durch den Bau neuer Anlagen, wie hier an der Raststätte Ellwanger Berge. Warum essen Sie nicht in einer Autobahnraststätte? Ja, es fehlt in der Regel an leichter Kost. So das, was wir uns jetzt mitgenommen haben, Obst zum Beispiel, etwas gut Bekömmliches. Da wir noch eine ziemlich lange Fahrt bis Bremen vor uns haben, wäre jetzt ein schweres Essen nicht so das Richtige. Lange Wartezeit. Eine vierköpfige Familie schmeißen ist viel zu teuer. Weil wir vor einem Monat sind wir in der Raststätte von Freiburg abgestiegen. Und da war es so schrecklich, dass wir uns geschworen haben, nie wieder. Eine Autobahnraststätte mit angemessenem Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, ist bei uns noch immer nicht selbstverständlich. So sind von den 171 Betrieben zum Beispiel nur 77 im Wachterführer verzeichnet, wie etwa die Raststätte Ellwanger Berge. Diese Anlage an der A7 zwischen Ulm und Würzburg gelegen, wurde als Vorbild für künftige Betriebe erstellt. Derartige Raststätten sollen vor allem Langstreckenfahrer ansprechen. Die Kleinen werden hier allerdings enttäuscht. Gesperrt werden musste nämlich der abwechslungsreiche Spielplatz, weil der Bund Schadensersatzansprüche befürchtet, falls sich ein Kind an den Steinen verletzt. So perfekt wie dieser Babywickelraum wird der gesamte Sanitärbereich rund um die Uhr sauber gehalten. Außerdem ein unerwarteter kostenloser Extraservice, Frottee-Handtücher in den Waschräumen. Grundsätzlich werden in der SB-Gaststätte in Ellwangen nur frische und leichte Gerichte angeboten. Neu an der Autobahn die Theken, wie hier das Salatbuffet, stehen im ganzen Raum verteilt. Der Vorteil, lange Wartezeiten werden dadurch vermieden. Komfort und Qualität in Raststätten, das war nicht immer so. Hier ein besonders krasses Beispiel für frühere Fehlplanungen. Lorsch Ost im Jahre 1969, ein Autobahn-Schnellrestaurant.
Raststätten galten übrigens lange Zeit auch deshalb als Stiefkinder der Gastronomie, weil ein Großteil der Gewinne an den Staat abgeführt werden musste und daher kein großer Anreiz für Pächter bestand. Außerdem, der Staat investierte jahrelang zu wenig in die Raststätten. Man schrieb zwar den Pächtern die Leistungen vor, ließ sie jedoch weitgehend allein. Heute sind zwar die meisten Anlagen noch nicht so modern wie Ellwangen, doch Mühe geben sich jetzt fast alle Pächter. Die neueste Initiative, so wie hier die Raststätte Weil am Rhein, schlossen sich rund 150 Unternehmen in der Kooperation der deutschen Servicebetriebe zusammen. Was hat der Autofahrer davon? In den Betrieben werden Mitarbeiter geschult, um zum Beispiel mit einem gestressten Gast freundlich umzugehen und viele andere Dinge. Zum Zweiten hat der Autofahrer davon, dass die Kooperative in enger Zusammenarbeit mit der GFN, der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen, bestehende Betriebe modernisiert oder Betriebe, die noch zu bauen sind, so zu bauen, dass sie den heutigen Ansprüchen genügen. Konkret heißt das für diese Raststätte, wir werden innerhalb des nächsten Vierteljahres umgebaut und zwar so zügig, dass der Umbau wahrscheinlich schon in einem halben Jahr getätigt ist. Inzwischen werden immerhin 25 der 77 im Wachterführer erwähnten Raststätten auch besonders anspruchsvollen Gästen gerecht, wie etwa der Rasthof Baden-Baden. Angeschlossen ist eines der besten Motels der Bundesrepublik. Noch nicht einmal abseits der Autobahn selbstverständlich ein behindertengerecht ausgestattetes Apartment. Hier kann man zwischen Service-Restaurant und SB-Gaststätte wählen. Weitere Angebote, ein Geschäft für Reisebedarf, sowie ein Laden mit Souvenirs und Büchern über die Region für Eiltouristen. Neben mir steht jetzt Herr Lorenz, er ist der Pächter der Autobahnraststätte Ellwanger Berge West. Und an ihn habe ich eine Zuschauerfrage von Klaus Mendler aus Biberach an der Riß. Er möchte einmal wissen, warum sind die Preise in den Autobahnraststätten teilweise so viel höher als normal üblich? Er fühlt sich manchmal richtig geneppt. Ich kann den Herrn Mendel zwar verstehen, aber seine Kritik nicht für richtig heißen. Denn die meisten unserer Kritiker beziehen ihre Informationen aus ihrer unmittelbaren Umgebung, aus der Stammgaststätte oder aus dem Cash-and-Carry-Laden, wo sie gewohnt sind, einzukaufen. Und bedenken nicht, dass wir hier eine ganz andere Anlage zu unterhalten haben. Das ist ein Betrieb mit 50 bis 60 Mitarbeitern. Und so sind sehr viele Anlagen an der Autobahn ja gestaltet und haben dadurch einen ganz anderen Kostenfaktor. 24 Stunden haben Sie auch hier auf, gell? Wir bieten unsere Dienste 24 Stunden an, und zwar jeden Tag im Jahr. Und das muss ja irgendwo seinen Niederschlag finden. Und wenn man dann vergleichen würde einen gastronomischen Betrieb in der ähnlichen Betriebsgröße, dann würden unsere Kritiker sehen, dass wir preislich sehr viel günstiger abschneiden, als man für möglich hält. Wussten Sie eigentlich, dass es Rastplätze für Moslems gibt? Nein, das weiß ich nicht. Also bis jetzt gibt es einen, liebe Zuschauer, und wir haben ja am Anfang der Sendung darauf hingewiesen. Jetzt wollen wir auflösen, wo er sich befindet. In Mautern in der Steiermark. Schoberpassstraße in der Steiermark. Mehr als 10.000 Fahrzeuge überqueren täglich den Pass, darunter 2.200 Lkw. Die Hälfte davon ist Transitverkehr nach Jugoslawien in die Türkei. Fast täglich verunglückt auf der sogenannten Gastarbeiterroute durch Österreich ein Auto. Endstation ist dann der Schrottplatz des Abschleppunternehmers und Bauern Karl Küberger. Rund 130 ramponierte Autos hat er stets auf Lager, blecherne Zeugen menschlicher Tragödien. Wir fragen ihn. Herr Küberger, wie lange machen Sie das schon, das Abschleppen? Ich mache das jetzt seit 19 Jahren. Also habe in der Zeit ca. 4000 Autos abgeschleppt, schleppe aber nur hier 15 Kilometer ab. Und werden ca. jetzt selbst zum Glück nicht. Also 350, 400 Tote gewesen sein. Um die lebensgefährliche Strecke zu entschärfen, hat man Schilder in mehreren Sprachen aufgestellt. Die Hauptunfallursache, die Fahrzeuglenker sind zu lange unterwegs. Fast 90% fahren schon seit mehr als 10 Stunden, 66% länger als 20 Stunden. Deshalb Aufforderung zur Rast. Bei Mautern richtet man eine Raststätte für Türken ein. Unter dem türkischen Banner findet man Toiletten, Telefon, Platz zum Rasten, eine Wiese, auf der man beten kann, und ein kleines provisorisches Restaurant. Schweinefleisch ist hier verboten. Familien können Tee kochen, die Kinder auf dem Spielplatz spielen. Gerade dieses Angebot ohne Konsumzwang kommt gut an. Die Männer machen mittlerweile ihre Fahrzeuge wieder flott oder schlafen eine Runde.
während im kleinen Buffet der Tee schon auf dem Tisch steht. Die Raststätte wird gut angenommen und die meisten entspannen sich eine Stunde, meist sogar etwas länger. Ehe es dann wieder weiter gen Bosporus geht. Auch der Wirt ist Türke, Sprachprobleme gibt es keine. Alles ist noch etwas provisorisch, aber wenn 1992 die Autobahn fertig ist, wird hier ein ganz modernes Rasthaus entstehen. Aufgrund der besonderen Situation dieser Transitroute plant das Land Steiermark gemeinsam mit der Republik Österreich die Errichtung eines Rastplatzes speziell für türkische Urlaubsreisende. Dieser Rastplatz wird ein Restaurant, eine Rotkreuzstation und auch eine Moschee umfassen. Wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages diese Rastplätze für Moslems auch bei uns. Kommen wir zum nächsten Thema. Es lautet Geschwindigkeitsbegrenzung. Vor wenigen Tagen hat das Europäische Parlament in Straßburg überraschend Tempolimit 120 auf den Autobahnen der Gemeinschaft gefordert. Es gibt auch noch die Forderung aus Brüssel, Tempolimit 130. Und demgegenüber steht die Auffassung der Bundesregierung in Bonn nach Richtgeschwindigkeit 130 auf den deutschen Autobahnen. Ich begrüße jetzt am Tisch neben mir den Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Dr. Dieter Schulte, und den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Siegbert Alber. Herr Alber, wie kam man eigentlich in Straßburg dazu, plötzlich jetzt 120 zu fordern? Von der Kommission gibt es bislang keine Vorschläge. Es gibt Ankündigungen der Kommissare, Tempo 130 für PKWs. Es gibt eine Richtlinie Tempolimitierung für Lastkraftwagen. Und da hat das Parlament Änderungsanträge auch für PKWs eine Limitierung beschlossen. Und das Pendant bei der Herabsetzung der Abgaswerte. Es sind die ausländischen Kollegen gewesen, die immer noch an die These glauben, man könne dadurch die Abgase reduzieren, die Unfallzahlen senken. Aber das Hauptmotiv war sicher eine Revanche, weil wir ihnen den Katalysator aufgezwungen haben. Und die sagen, dann müsst ihr ja auch mal symbolisch wenigstens etwas tun. Und das zweite Argument, sie sind nicht betroffen. Sie sagen, wir haben in unseren Ländern eh schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung für PKWs. Warum sollen es die Deutschen nicht auch haben? Herr Dr. Schulte, warum weiterhin Richtgeschwindigkeit 130 bei uns? Unsere Autobahnen sind die sichersten Straßen. Wir haben dort 4% der Verkehrstoten, aber weit über ein Viertel des Gesamtverkehrs. Und es gibt nirgendwo bessere Autobahnen als bei uns. Wenn es also woanders in der Nachbarschaft schlechtere Autobahnen gibt und deswegen Tempolimit, müssen wir dies nicht nachmachen. Und egal, welche Statistik wir anwenden und ansehen, wir sind in der Spitzengruppe, was die Verkehrssicherheit anlangt. Warum also etwas ändern, das sich bewährt hat? Deswegen kein Tempolimit. Liebe Zuschauer, wir haben versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen der Forderung nach Tempolimitierung und Richtgeschwindigkeit. Wir haben dazu einen Film gedreht und den schauen wir uns jetzt mal an. Höchstgeschwindigkeit 120 Kilometer in der Stunde auf der A5 zwischen Freiburg Süd und dem Autobahndreieck Neuenburg. Seitdem am 8. Dezember 1988 hier die Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wurde, fließt der Verkehr zügiger. Und die Zahl der Unfälle ging deutlich zurück. 28%, also fast ein Drittel weniger als im Jahr zuvor, registrierte die Autobahnpolizei auf diesem gefährlichen Streckenabschnitt. Hier gilt die Tempo-Obergrenze zunächst einmal 2 Jahre auf Probe. Die meisten Tempolimits im 8600 Kilometer langen Autobahnnetz in der Bundesrepublik sind jedoch Dauereinrichtungen. Sie sehen im Einzelnen so aus. Rechnet man alle Fahrspuren mit gedrosseltem Tempo zusammen, so sind in Niedersachsen davon nur 3,3% limitiert, in Baden-Württemberg 12,5%. Hamburg steht an der Spitze mit 28,6% Tempoeinschränkung. 17,4% sind es in Nordrhein-Westfalen, halb so viel in Bayern. Insgesamt gilt Temporeglementierung auf 12,3% aller Autobahnen bundesweit. Inklusive Baustellen sind es fast 19%. Bei hoher Verkehrsdichte macht die Regelung Sinn. Das sehen auch die meisten Autofahrer ein. Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie haben da jetzt so eine Strecke gefahren. Wie finden Sie so ein Tempolimit? Gut. Warum? So, die sollen da nicht rasen, so wie die rasen sollen.
Also persönlich halte ich nichts davon, aber hier ist notwendig. Ich fahre gern schnell, also ohne Begrenzung. Aber hier ist es absolut notwendig, weil einfach der Verkehr zu stark ist. Es dient nur zur Verlangsamung des Verkehrs. Weil wenn so ein Verkehrsaufkommen ist, dann fährt man schon automatisch langsamer. Und Verkehrsbeschränkungen, ich habe es gerade erlebt, ich komme von Ulm, die 120 Kilometer sind noch katastrophaler. Da wird es noch langsamer. Und es dient eigentlich nicht dazu, den Verkehrsfluss zu optimieren, was vielleicht zweckmäßig wäre, wie auf anderen Autobahnabschnitten, dass man zeitweise Verkehrsbeschränkungen oder Überholverbote für bestimmte Verkehrsgruppen installiert. Aber generell ist eigentlich genau gegenläufig gegen das, was man erreichen will. In der Tat, in ruhigen Zeiten leuchtet die starre Tempovorgabe nicht ein. Deshalb laufen längst Versuche, das Tempo je nach Verkehrslage zu steuern. Wie hier auf der A8 Stuttgart-Vaihingen. Seit 7 Jahren sind hier sogenannte Wechselverkehrszeichen in Betrieb. Über Induktionsschleifen unter der Fahrbahndecke werden Art und Häufigkeit der passierenden Wagen erfasst. Stichwort intelligente Straße, das heißt, Vorwärtskommen und Sicherheit sollen garantiert sein. Ein Rechner löst das Signal an den halogenbeleuchteten Verkehrsschildern aus, gibt das jeweils angemessene Tempo vor. Inzwischen wird in Baden-Württemberg der Verkehr am Autobahndreieck Leonberg zentral koordiniert, werden Umleitungsempfehlungen gegeben. Ludwigsburg fungiert hier seit dem 6. Juli als Schaltstelle. Andere Bundesländer wollen dem Beispiel folgen, sollen später untereinander vernetzt werden. Das Neueste bei den Verkehrsleitsystemen, mobile Stauanlagen, wie hier im baden-württembergischen Wendlingen. Von Sensoren betrieben mit Infrarot und Radar. 120 Verkehrsleitanlagen sind bislang bundesweit installiert. 450 Millionen Mark will der Bund in den nächsten 5 Jahren noch investieren. Ein richtiger Weg. Freie Fahrt, solange die Straßen frei sind. Neu in unserer Gesprächsrunde jetzt neben mir Professor Max Danner vom HOK-Verband, der Unfallpapst. Was halten Sie denn von der starren Tempolimitierung? Überhaupt nichts. Ich muss mich nur wundern, dass es immer noch Leute gibt, die glauben, mit starren Tempolimitierungen könne man die Verkehrssicherheit verbessern. Es ist längst wissenschaftlich erhärtet, dass dies nicht zutrifft. 2 Dinge passieren nämlich, es kommt zu Verdichtungen, wo sie nicht entstehen werden, und die Verantwortung des Autofahrers lässt nach, denn er muss ja, und dazu ist er verpflichtet, nach den Umfeldverhältnissen wie Witterung und so weiter, Sichtverhältnissen, seine Geschwindigkeit wählen. Und auch hier zeigen die Erfahrungen, dass dann eben stur dieses Limit gefahren wird, mit dem Ergebnis, dass die Verkehrssicherheit eher verschlechtert wird als verbessert. Kommen wir zurück zur intelligenten Straße. Wir haben hier mal ein Modell eines solchen Systems. Sie sehen die verschiedenen Brücken, die im Abstand von einigen Kilometern aufgebaut sind. Und das hier, das ist das Neueste auf dem Gebiet intelligente Straße. Dieses Zeichen hat verschiedene Lichtpunkte und diese Lichtpunkte, die wechseln, und dann kann man verschiedene Informationen eingeben, ohne dass man wie bei den alten Systemen man Rollos herunterziehen muss, die die Informationen verkaufen. Herr Alba, was halten Sie denn von dieser intelligenten Straße? Ich bin ein großer Befürworter und habe das auch in einem Bericht gefordert. Das Parlament hat das sogar akzeptiert. Denn entscheidend ist die Akzeptanz. Ein Autofahrer akzeptiert eine Regelung, wenn er den Sinn einsehen kann. Bei einer starren Regelung ist das nie der Fall. Wenn er es nachvollziehen kann, warum, dann hält er sich auch dran. Was ich etwas hier beanstande, ist, dass wir vielleicht nur deutsche Schriftzeichen haben. Es wäre, weil ja sehr viele Ausländer bei uns fahren, sicher ein Vorteil, wenn man daneben noch ein Piktogramm einführen könnte. Denn mit Nebel oder Stau kann er nicht unbedingt etwas anfangen. Wenn der das dann auch sieht und als positiv empfindet, dann bin ich überzeugt, dass wir das sehr bald in ganz Europa haben. Und Sie werden das in Brüssel vertreten? Ich werde es vertreten. Ich habe es in meinem Bericht gehabt und wie gesagt, dieser Bericht wurde angenommen. Herr Schulte, warum gibt es denn bei uns so wenig von diesen intelligenten Straßen? Wir fangen jetzt mit der 2. Generation an. Und wir haben ein Programm aufgelegt für die nächsten 5 Jahre, das einen Betrag von 450 Millionen Mark vorsieht. Da sind alle Länder mit bedacht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Es wird also kommen. Wir sind auf einem guten Weg. Die EG-Kommission Brüssel kann ja uns nicht vorschreiben, ob wir ein Tempolimit einführen oder nicht. Ist das richtig? Die behaupten zwar, sie könnten es, aber sie dürfen es nicht. Ich bin da ziemlich sicher. Nun wird ja die SPD, so hat sie angekündigt, wenn sie nach der Bundestagswahl an die Regierung
kommt, die Tempolimitierung einführen wollen, so sagen Sie auf jeden Fall. Was sagt denn die jetzige Regierung dazu? Wie hält sie es damit? Es bleibt alles beim Alten, auch bei der Regierung. Danke, meine Herren, für das informative Gespräch. Professor Danner, wir sehen uns nachher noch mal. Themawechsel, liebe Zuschauer. Wir kommen jetzt zu einem Auto, für dessen Fahrer das Tempo 130 kein Thema ist, weil das Auto fährt keine 130, es sei denn bergab. Es geht um den Citroën 2CV, den Döschwur oder die Ente, wie die Fans das Auto nennen. Das letzte Auto ist vor kurzem in Portugal vom Band gelaufen und wir haben jetzt einen Nachruf von Eberhard Schneider. Ein Werbespot von Citroën. Atombombenexplosion. Alles verwüstet. Fast alles. Die Ente ist, so heißt es, unverwüstlich, unzerstörbar. Indestructible. Das meinen auch die vielen tausend Entenanhänger, die im Juli aus ganz Frankreich nach Paris angereist kamen, um unter dem Eiffelturm gegen das Aus der Ente zu demonstrieren. Die mitgebrachten Enten, Beweis für die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des 2CV. Ein hässliches Entlein muss nicht immer eines bleiben. Eine ganz normale Ente. 7 Millionen Mal gebaut, verkauft in die ganze Welt. Symbol für die französische Lebensart und Fahrgenuss ohne Tempostress. Studentenauto, Zweitwagen, Anti-Status-Symbol für Individualisten oder robustes Expeditionsgefährt für Globetrotter. Dies alles in einem. Die Ente zu Lebzeiten schon ein Mythos und in vielen Filmen zum Star gemacht. Auch in französischen Chansons ist immer wieder mal vom La Deux Chevaux, vom 2CV zu hören. Frage an einen französischen Entenfahrer, was mag er an der Ente? Ich finde, so sagt der Student Vincent Kraut, der 2CV ist ein ideales Auto, vor allem für Führerscheinneulinge, weil man nicht so schnell damit fahren kann. Deshalb verursachen Entenfahrer auch weniger Unfälle. Eine Ente zu fahren, hat das auch etwas mit dem Savoir-Vivre zu tun? Ja, sicher, man kann das Dach öffnen und sieht deshalb viel mehr, auch von der Landschaft. Merci. 1948 hatte die Ente auf dem Pariser Automobilsalon Premiere. Sie sieht aus wie eine Sardinenbüchse, so Spötter. Ob Citroën wohl auch einen Büchsenöffner mitliefert? Gedacht war das Auto ursprünglich für die ärmere ländliche Bevölkerung. Gebaut werden sollte, so die Vorgabe an die Ingenieure, ein Auto, mit dem man bei 60 Stundenkilometer 2 Personen und 50 Kilogramm Kartoffeln transportieren kann und das nicht mehr als 3 Liter Benzin verbraucht. Außerdem sollten Eier in einem Korb bei einer Fahrt über ein holpriges Feld ganz bleiben. Die Ente wurde ein Welterfolg. Maler, Karikaturisten und auch Modeschöpfer ließen sich zu Außergewöhnlichem mit Ententeilen inspirieren. Da war die Welt in Frankreich wie auch anderswo noch in Ordnung. Madame ließ sich vom Dienstmädchen in die Ente helfen. Alles lief in geordneten Bahnen. Ein paar Jahre später sollte sich das ändern. 1968, die Zeit der Studentenproteste. Sie fahren im 2CV zur Demo. Aus der Ente wird das Studentenauto schlechthin. Große Umwälzungen finden statt, auch in der Ente. Und weil die Ente den Ruf einer idealen Liebeslaube hat, die Federn lassen grüßen, wurde sie auch in einem französischen Fernsehspot für Kondomwerbung eingesetzt. Auch wenn sie nicht mehr produziert wird,
Die Ente bleibt unsterblich, davon ist Citroën überzeugt und stellt in einem Spot die Zukunft so dar. Im Jahr 10.000, die Erde ist unbewohnt, Wesen von einem anderen Stern landen. Sie finden etwas, ganz klar, so sagt der Mann, der Türgriff einer Ente Mitte des 20. Jahrhunderts, 1954 genauer gesagt. Sie finden auch Überreste von anderen Autos. Einziger Kommentar, nie etwas davon gehört. Der 2CV ist ein preiswertes Auto. Ist es auch ein reparaturfreundliches Auto, Herr Professor Danner? In der Tat ja, weil alle Außenhautteile geschraubt sind und auch die Ersatzteilpreise vernünftig gestaltet wurden. Damit sind wir beim nächsten Thema, reparaturfreundliche Autos. Das ist ein typischer Frontauffahrunfall, wie er jeden Tag auf der Autobahn passieren kann. Ist das auch ein reparaturfreundliches Auto? Dieses Modell dürfte zurzeit das Beste darstellen, was Energieabbau angeht, weil die ganzen Kräfte, die auftreten bei der Kollision, im vordersten